Jetzt ist es ja so, dass du seit über 20 Jahren dann Vorreiter bist, diesen Bereich Safety auch in die private Sicherheitswirtschaft damit reinzubringen. Hast den Begriff der Fachkraft für Arbeitssicherheit hoffähig gemacht. Das kannte ja vorher gar keiner. Oder auch so Sachen wie Ersthelfer, Brandschutzhelfer. Was ist denn jetzt das, was im Moment der Unternehmer hier qualifizieren sollte aus deiner Sicht? Also ganz klare Antwort, es ist so, wir müssen umdenken. Ja? Und zum Umdenken hat meine Truppe entwickelt den sogenannten Hygiene- und Gesundheitsbeauftragten. Okay. Der ist rechtlich vergleichbar mit dem Sicherheitsbeauftragten. Also er kriegt eine Ausbildung, ja? Ja. Meine ich, mehr als fair, von jedem Platz abrufbar praktisch, über Handy sogar. Per Blutschins durch zwei Fachleute, durch eine Frau Dr. Med Stefanowski, die ist ein absoluter Profi in Gesundheitsförderung, und durch meine Möglichkeit, ich habe auch Vertreter. Ja. Das Ganze läuft 2 Stunden, 2,5, Entschuldigung, kostet 198 und man bekommt dann ein Zertifikat erstens schon mal, Ja. Hygiene- und Gesundheitsbeauftragter. Man bekommt einen ganzen, da kennst du mich, so eine Latte Teilnehmerunterlagen. Ja? Gut. Aber das Entscheidende dabei, dass ich zukünftig auch als Sicherheitsbeauftragter, auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder als ganz normaler Sicherheitsmitarbeiter auch in die neuen Bereiche reingehe. Bewegung, ja? Hygiene, die müssen wir aufrechterhalten. Und wenn ich das, und das haben wir bis jetzt mittlerweile bei 140 Teilnehmern ganz gut geschafft, dass das ins Herz reingepflanzt worden ist. Und darum nennen wir ihn auch innerbetrieblicher. Ja? Damit hier immer mit ganz leichten Steps, ohne große Fingerheben oder sonstiges, die heutigen Corona-Maßnahmen praktisch eingeführt werden. Das ist jetzt das Wichtigste. Zack, Plakate auf, etc. Ja? Aber mal langfristig dann auch wirklich die Leute ein bisschen schubst, bewegt euch mehr. Ja? Wir dürfen eines nicht vergessen. Wie ich mich dafür entschieden habe, überhaupt in die Sicherheit zu gehen, ja, war eine meiner ersten Produkte, war so ProSieben, Sicherheitskonzept von ProSieben. Und da ist mir aufgefallen, dass die modernen Unternehmen jede Art von Nicht-Kerngeschäft, ist jetzt ein blöder Wort, aber du kennst das Kerngeschäft, Nicht-Kerngeschäft, gerne extern vergeben. Ja, das war also 1991, ist es schon losgegangen. Und das bedeutet, wir gehen immer mehr dazu über, dass der Unternehmer so viele verschiedene Baustellen hat, dass er einen Menschen braucht, der sich bei ihm um die Sicherheit kümmert. Okay. Ja? Und darum wird auch bei denen und ist jetzt auch schon, natürlich können wir nicht unser Sicherheitspersonal dafür einsetzen. Ja? Und wenn da jemand steht, der dafür ausgebildet ist und nicht gerade der Sheriff ist, aber da haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so viele wie früher. Dann wird der im Ansehen steigen und natürlich kann ich das genauso wie den Ersthelfer oder den Brandschutzhelfer, ja, an den Kunden verkaufen. Ja, die sollen nicht die großen Berater machen, sondern sie sollen die Ansprechpartner dafür sein, nachdem jeder Sicherheitsmitarbeiter auch immer in dem Betrieb, wo er ist, seine Verbindungen sehr gut hat, besser als manche andere, ist es genau der richtige Punkt, so einen auszubilden. Ja, und dann in diesem Betrieb schon langsam, ich sage mal, die Wolke von Corona, ja, ins Positive zu verändern. Also Step 1 wäre für mich, klar, ich muss mich rechtssicher machen. Also wenn ich da dran denke, ich hole mal schnell was und mache mal schnell Bildschirm teilen. Moment. Ich hoffe, man kann es sehen. So schaut nun mal ein ordentlicher Aushang aus. Ja, und wenn ich das sehe, also ich war letzte Woche durch Zufall wieder bei einer Pforte von einem großen Sicherheitsdienstleister, weil ich halt mit dem Kunden was zu tun gehabt habe. Und muss sagen, mich hätte es fast rückwärts wieder rausgehauen, weil diese Pforte hätte ich als Gewerbeaufsichtsbeamter sofort zugemacht. Okay. Ja, also nicht bloß wegen den Aushängen, keine Ja, Sorge. Ja, es war wieder das Übliche, der Mitarbeiter hat sich Mühe gegeben, korrekt gewesen, aber das, was ihm als Organisation zur Verfügung gestellt worden ist, wie bis hin zur Dienstanweisung, will ich aber jetzt nicht, war einfach so, dass er keine ordentliche Leistung machen hat können. ja. Ja? Und wenn du mich schon so schön quatschen lässt, dann bin ich heute mal ganz frech. Du merkst, ich bin heute unglaublich gut drauf. Also.
Drum ein Aufruf von mir noch, der hat mich jetzt leider Gottes letzte Woche noch getroffen. Der Hygiene- und Gesundheitsbeauftragte ist beim Deutschen Mark- und Patentamt beantragt zur Schützung. Okay. Auf einmal, ja, den habe ich schon. Sag ich, wie bitte, den haben Sie schon? Ja. Ja, ich war da beim TÜV. Ich sage nicht, welcher TÜV, da gibt es auch mehrere. Ja. Habe ich TÜV gesagt? Nein, ich meine so mit mehreren einzelnen Buchstaben. Drei Buchstaben, ja. Okay. Entschuldigung, ja. Und ich habe da auch ein Zertifikat. Habe gesagt, schicken Sie mal bitte das Zertifikat rüber. Das interessiert mich jetzt. Ja. Also erster Punkt, das Zertifikat war gar nicht vom TÜV ausgestellt, sondern von einer Einzelfirma. Okay. Übers Internet habe ich in dieser Einzelfirma herausgefunden, der Mann muss recht gut sein im Veranstaltungsdienst. Ja? Ja. Also wollte ich mir noch anschauen, was hat er denn überhaupt drüber gebracht? Beim Zertifikat war nichts gestanden, da war nur gestanden Hygiene- und Gesundheitsbeauftragter. Ja. Und komischerweise auf die Themeninhalte ist man gar nicht mehr gekommen. Keine Teilnehmerunterlagen, gar nichts. Ja. Und jetzt sagen wir mal, im Minimum sollte auf dem Zertifikat die Stichworte stehen, die wir heute brauchen. Ja. Das ist das Minimum. Und dann von einer vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt und nicht so wie bei den Brandschutzhelfer, ist ja auch so ein schönes Beispiel, wo hier selbst Feuerwehren unrechtmäßige Zertifikate ausfüllen, weil sie diese DGI, ich weiß nicht, kann man keine Nummer merken, überhaupt nicht kennen, ja, und keinerlei Rücksicht darauf nehmen, dass das in Betrieb gemacht werden soll. Ja. Und ganz wichtig, dass hier erst einmal 1,5 Stunden Theorie über den Brandschutz auch laufen soll. Und nicht bloß, hui, da brennt was. Jetzt bin ich Brandschutzhelfer. Der Brandschutzhelfer ist nach wie vor ein Räumungshelfer und löscht. Dann vielleicht. Also ich kann das bloß empfehlen und ich kann halt so sagen, wir haben es halt mit 40 Spezialisten auch zusammengestellt, das Ganze. Ja. Und haben auch unsere Kontakte, um jede Neuerung zu bekommen. Ja. Vielleicht auch über diese Plattform. Wir haben es jetzt auch so gemacht, dass wir einen Erfahrungsaustausch und Diskussionsplattform einmal im Monat anbieten, wo die Hux dann die Möglichkeit, also Hux ist der Hygiene- und Gesundheitsbeauftragte, die Möglichkeit haben, mit uns nochmal zu sprechen, ihre Probleme, Hilfeleistung und so weiter. Ja. Wenn da Interesse steht, sorry, Reklame in eigener Sache, ganz einfach, nicht lang rumtun, einfach eine Mail an info@agaonline. Ja. Und wenn genug Interesse ist, wie gesagt, dann können wir das bündeln, wir können neue Termine anbieten. Aber es ist so, momentan sind wir überlastet ein bisschen. Macht aber auch Spaß, gebe ich offen zu. Ja. Weil mittlerweile schon 3 Großfirmen einfach für sich entschieden haben, es wird bei uns keinen Standort geben ohne einen Hook. Okay, gut. Und deswegen haben wir ja uns jetzt entschieden, das Ganze als Videokurs anzubieten zusammen. Und auch das werden wir natürlich verlinken, wie man da drankommt. Ist auch vom Preis relativ moderat. Und wenn natürlich dann Fragen oder irgendwas dazu sind, kann man sich natürlich dann jederzeit auch an uns bzw. an dich wenden, um dann eben hier das Ganze noch klären zu können. Und dann kann man hier eben relativ in Anführungszeichen unbürokratisch an dieses Wissen rankommen, an die Checklisten rankommen und natürlich auch dann das Zertifikat bekommen, das dann bestätigt, dass man eben selber an diesem Lehrgang teilgenommen hat. Ja, selbstverständlich. Und auch wenn es nicht über mich ist, muss nicht sein, um Gottes Willen, wir schwimmen in Arbeit. Ja. Aber bitte, bitte, bitte an die Fachkraft für Arbeitssicherheit wenden. Die ist der Ansprechpartner dafür. Ja. Wir sehen das auch, wir betreuen ja auch ein paar Sicherheitsdienste, wie gut das denen tut, dass auch die richtigen Sachen kommen. Bloß wir übernehmen auch immer wieder neue Sicherheitsdienste, die seit Jahren betreut werden. Urplötzlich heißt, du darfst das gar nicht mehr selber machen, lieber Unternehmer und so. Oder es wird jetzt auch wirklich immer mehr Schwerpunkt drauf gelegt, hat sich der Unternehmer auch für diesen Bereich qualifizierte Hilfe geholt. Ja. Und ich habe einige Vorfälle, wo hier Unternehmer jetzt wirklich am Kragen gepackt worden sind, weil sie ihre Einsatzzeiten gar nicht abgenommen haben. Okay. Ja? Auch so eine Geschichte, wenn wir noch die Zeit haben, die einfach nicht verstanden wird, würde ich das gerne heute mal rüberbringen. In unserer Zeit, wo wir so unsere ersten Schrittchen gemacht haben, Jörg, da gab es für die Bewachung eine Einsatzstunde für die Fachkraft für Arbeitssicherheit von 1,7. Mhm. Ja, also Mitarbeiter mal 1,7 war dementsprechend die Einsatzzeit. Die Unternehmer haben alle rumgemeckert und. Also bin ich auch stolz, durfte ich ein bisschen mithelfen, wurde ein neues Modell gemacht. Mhm. Ja? Das Modell heißt Grundbetreuung.
0,3. Ich bleibe jetzt bloß mal bei der Fachkraft. Zu Deutsch heißt es aber, für jeder Mitarbeiter hat den Anspruch auf 0,3 Stunden pro Jahr arbeitssicherheitstechnische Betreuung. Betreuung, ja. Ja? Bloß was die meisten vergessen, im Arbeitsschutzvertrag, den ich mit meinem Dienstleister abschließe, muss auch die Grundbetreuung drinstehen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verquatscht. Die betriebsspezifische, pass besser auf, Achtung. Betriebsspezifisch, ja. Die betriebsspezifische Betreuung. Und dazu muss ich eine 180-Fragen-Liste durchgehen, um festzustellen, welcher Bedarf hat denn der Unternehmen. Ja. Und wenn du mir heute einen Sicherheitsdienst zeigst, der mit 0,3 auskommt, dann renoviere ich dir dein Büro, kriegst ein schönes Bild dahin. Das klappt einfach nicht, weil die ganzen Untersuchungen müssen in die betriebsspezifische Betreuung rein. Das heißt, hier sollte der Unternehmer wirklich mal schauen, hallo, habe ich einen Grundbetreuungsvertrag? Habe ich, wie heißt sie, Gefährdungsbeurteilung zur Ermittlung der betriebsspezifischen Einsatzzeiten, so heißt es offiziell. Ja? Und habe ich darüber festgestellt, wie viele Zeiten ich fürs nächste Jahr brauche, weil damit kann ich auch besser budgetieren. Ja, Und da ganz gehe klar. ich auch zu meinem Kunden hin, das ist bei uns überhaupt kein Thema, ja? Dass ich dann das mit dem Kunden bespreche und sage, sie, sorry, aber wenn wir noch reisen sollen, wenn wir noch diese Filiale und diese Filiale auch noch machen sollen, ja, dann können wir das nicht über diese lächerlichen 0,3 bei drei Mitarbeitern. Ja, da gehe ich rein, trinke einen Kaffee und dann gehe ich wieder. Das ist doch Blödsinn. Ja. Dann sagen die Unternehmer, nein, Schmarrn, wie viel werden Sie ungefähr brauchen? Also in dem Fall, den ich jetzt gerade habe, habe ich gesagt, ja, wir werden ungefähr für 72 Stunden brauchen. Allerdings, betriebsspezifische Einsatzzeit, kriegen Sie keine Pauschale auf das Auge gedrückt oder sonstiges, sondern Sie können über die Rechnung genau nachvollziehen, was wir gemacht haben. Ja? Und wenn Ihre Mitarbeiter halt Fragen haben oder uns so toll finden, dass sie sagen, machen Sie für uns noch eine ergonomische Unterweisung oder sonstiges, dann werden wir das Ihnen auch zeigen und gemacht, dass wir es gemacht haben. Und wenn Sie es dann halt nicht bezahlen, dann müssen wir uns halt einen anderen Kunden suchen. Ganz genau. Ja, Peter, ich unterbreche dich jetzt mal, sonst ich denke, wir können noch eine Stunde hier reden. Ja, du sagst es. Ich Es wird denke, schon langsam langweilig, was der alles erzählt. nee, das definitiv nicht, aber ich denke, die Leute sind ein bisschen sensibilisiert und ich werde natürlich auch deine Kontaktdaten mit zugeben. Also wenn dann immer noch spezielle Fragen hast, natürlich gerne an dich wenden, auch wenn es jetzt um Betreuung im Bereich Safety geht, dass man sich dann einfach mit dir da in Kontakt setzen kann. Eine Anmerkung hätte ich noch. Gerne. Meine ganz große Bitte wäre auch, dass man als Sicherheitsdienst oder egal wie man sich nennt, mal ein bisschen mehr den Verbänden auf die Finger schaut. Für mich sind Verbände Stabstellen, ja, die was für mich tun sollen. Und ich habe keinen einzigen Hinweis gesehen von irgendeinem Verband, der mit Sicherheit was zu tun hat. Lieber Unternehmer, pass auf. Ja? Und auch das ist etwas, wo ich sage, ich muss mich mal entscheiden. Ja, will ich in einem Kaninchenzüchterverein sein oder will ich in einem Arbeitgeberverband sein? Und wenn ich in einem Arbeitgeberverband bin, dann sollte ich auch Druck ausüben auf die Verbände, auch wenn du dabei bist, Entschuldigung, aber muss ich jetzt einfach mal sagen, Alles auf gut. die Verbände, dass die mich genau für diese Sachen informieren. Also wir haben alle unsere Kunden, am 14. kam es raus, am 15., ich musste ja selber erst mal lesen, also einen Tag später haben alle unsere Kunden die wichtigsten Sachen am Tisch liegen gehabt. Ja? Und wenn die Verbände hier wenigstens geschrieben hätten, Leute, wir geben euch den Tipp, Corona ist da, das ist ein Bereich, ja, der zum Bereich des Arbeitsschutzes gehört, setzt euch mit eurer Fachkraft schnell zusammen, dann wäre ich schon zufrieden gewesen. Gut, es wäre mir viel Geschäft verloren gegangen, okay, aber das kann ich verschmerzen. Also das wäre so meine Abschlussbitte. Okay. Und ich hoffe, die Worte waren diesmal nicht zu hart, aber ich glaube, manchmal muss man auf den Tisch hauen. Alles gut. Ja, weil ich glaube, da kennt mich jeder. Ich meine es mit der Bewachung ganz gut. Ja, aber hoffe, dass es sich auch endlich mal wieder bewegt. Alles klar. Peter, ganz herzlichen Dank für das Interview und gerne bei Gelegenheit wieder. Alles klar. Tschüssi, mein Bis Lieber. dann. Tschüss.